Wir haben noch einen hier nicht angekündigten, sehr erfolgreichen Gründer oder Gründungsteam, nämlich Coa Wach. Und wo ist der? Heiko Butz, da ist er. Ja, das ist insofern spannend, als Sie ein Stück weit hier angefangen haben. Erzählen Sie das mal. Genau, ich stehe jetzt zum zweiten Mal hier auf der Bühne. Das erste Mal stand ich hier vor 4 Jahren und da haben wir bei dem Gründen live teilgenommen. Da war ja das Angebot hier von Ihnen, dass man 1 Minute auf dieser Bühne hat, um seine Idee zu präsentieren und danach 24 Stunden Zeit hat, um so viel zu verkaufen, wie man kann. Wir haben unsere ersten 500 Packungen verkauft, hatten aber noch keine Rohstoffe, kein gar nichts für unseren Wachmacher Kakao Coa Wach und haben uns danach ordentlich rangesetzt und alles produziert und pünktlich ausgeliefert. Das ist auch ein interessantes Prinzip, holt ihr Aufträge, also Proof of Concept holt ihr Aufträge und wenn du Aufträge hast, dann guck zu, dass du jetzt auch gründest und das Zeug rechtzeitig bekommst. Ist besser als umgekehrt, nicht irgendwie die Sachen holen und drauf sitzen und dann fehlen die Kunden. Also sie haben erstmal Proof of Concept vor Gründung, aber dann auch schnell hinterher gelegt. So, aber jetzt ist es ganz erfolgreich geworden, erzählen Sie mal ein bisschen. Gerne, wir sind hier in Berlin, ein Startup, wir haben gerade ein neues Büro bezogen, haben natürlich einen Online-Shop, also unter coawach.de könnt ihr uns immer besuchen, findet unsere neuen Wintersorten. Unsere Kakaos machen wach, die machen euch richtig wach, wenn ihr Bock habt auf Schokolade und sagt, Kaffee, ja, ist okay, aber ich möchte auch mal eine Abwechslung oder ich möchte auch mal eine Alternative, besucht uns. Was uns sicherlich sehr geholfen hat, war der Auftritt bei der Höhle der Löwen, da waren wir letztes Jahr und spannende Erfahrungen im Fernsehen, 2 Millionen Menschen haben uns damals gesehen und wir haben innerhalb von 2,5 Monaten vor Weihnachten 31.000 Online-Bestellungen ausgeliefert. Wenig geschlafen, aber wir sind Gott sei Dank an der Quelle mit unserem Wachmacher-Kakao. Wenn Sie sagen, Wachmacher Kakao und viel schlafen, das passt auch nicht zusammen. Das ist nicht glaubwürdig. Sagen Sie mal, Höhle des Löwen, warum waren Sie denn da? Ich meine, da geht es doch darum, relativ alte Bilder. Ne? Man braucht Kapital, man braucht einen prominenten Unterstützer und so. Ich habe selber nicht gesehen, ich kenne es nur vom Hörensagen. Sie haben dann irgendwann gesagt, wir wollen Sie gar nicht. Also das muss ich sagen, das ist natürlich eine offizielle Pressesache hier. Wir haben uns beidseitig darauf geeinigt, das Investment nicht durchzuziehen, was aber auch zur Erklärung ist. Man sieht sich 1,5 Stunden in dieser Show und diskutiert zusammen. Das reicht natürlich lange nicht, dass man sich darüber unterhalten kann, ist das strategisch eigentlich sinnvoll, zusammen was zu machen. Danach trifft man sich ganz entspannt, die sind unglaublich nett, diese Investoren, und man spricht darüber, macht das Sinn zusammen, hat man Spaß daran, stimmt es finanziell von den Konditionen her, und da ist bei uns beidseitig rausgekommen, nee. Aber mir leuchtet ein, dadurch, dass Sie da im Fernsehen waren, war das eine riesige Unterstützung. Ja. Jetzt muss ich doch noch fragen, ich meine, Kakao ist ja keine so geniale Geschichte, gibt es überall. Was ist das Besondere? Was glauben Sie, macht Ihren Erfolg aus? Also was wir bieten, ist ein Kakao, der wach macht dazu. Das heißt, ein Kakao kriegt man natürlich überall. Wir benutzen natürlich die beste Qualität. Und das ist ein relativ trivialer Grund, neben dem Wachmacher, neben dem Koffein, dass wir wirklich Kakao in unserem Trinkschokoladen benutzen. Wenn man sich eine andere große Marke anguckt, die gelb ist, wo ein Hase drauf ist, die hat zum Beispiel 80% Zucker drin und das wird Kakao genannt. Wir haben uns gedacht, Mensch, wir wollen das liefern, was Leute möchten, und das ist richtig geiler Schokogeschmack in einer guten Qualität, bio, fair, vegan natürlich, mit dem Extra, dass es wach macht. Ich habe den Eindruck, dass Ihr Erfolg auch damit zu tun hat, wie Sie auftreten und nicht an einem
Das wollte ich jetzt gar nicht auf Sie persönlich beziehen, sondern Sie sind ja, glaube ich, bei Rewe auch da in so einem eigenen Stand, habe ich neulich gesehen. Warum macht Rewe das? Die haben ja selber genug Kakao in ihren Regalen. Doch auch, weil sie mit ihnen ein Image bekommen, da ist ein neuer, ja, jugendlicher Tick und da kommt ein bisschen Bewegung in dieses alte Haus Rewe hinein. Kann man das so sagen? Das stimmt, das ist ganz genau beim Einzelhandel. Wir sind viel im Einzelhandel vertreten, Rewe, Edeka, Kaisers. Und wann wart ihr das letzte Mal am Kakaoregal, um nach Innovationen zu gucken? Nie, genau. Deswegen, da sind einige Segmente einfach, die dringend Innovationen bedürfen, weil sich die Kundenansprüche verändern. Ihr wisst das von euch selber vielleicht auch, dass euch wichtig ist, dass das Produkt, was ich kaufe, ehrlich ist. Das heißt, wenn ich das umdrehe und mir mal die Zutaten angucke, möchte ich da nicht, dass da irgendwelcher Kram drin ist, den ich nicht verstehe, sondern ich möchte das, was mir schmeckt und gut für mich ist. Und genau das bieten wir und davon hat Rewe oder Edeka oder Kaisers oder die Biomärkte haben was davon, weil die natürlich Geld mit uns machen. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie eine Bewertung von 5 Millionen Euro. Das ist doch was. Also. Das Gewinnlos einer Lotterie systematischer Arbeiten, würden Sie dem zustimmen? Ich muss kurz vorher noch was zu der Bewertung sagen. Das ist natürlich die aus der letzten Runde. Die neue Bewertung ist teurer. Aber das wird dann individuell besprochen. Ein Gewinnlos aus harter Arbeit würde ich absolut zustimmen. Und was Sie sagten, ich bin jetzt die Rampensau von dem Unternehmen, ja, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, unter anderem mein Partner Daniel, mit dem ich zusammen gegründet habe, der so viel wichtige Arbeit dahinter macht, ohne das würde es nie funktionieren. Also nur eine Rampensau im Unternehmen macht nichts. Es muss verschiedene Charaktere geben, die zusammenarbeiten. Nehmen Sie sich ein Beispiel an ihm, also 4 Jahre, aber wann waren Sie hier auf der Bühne? Ist das 4 Jahre schon her? Wahnsinn. Also nehmen Sie sich ein Beispiel, K.O. Wach als Synonym für man kann gründen, es geht schnell, gewinnlos ist da und ja schon ein mittelgroßes. Die andere Bewertung dürfen wir noch nicht erfahren nach den 5 Millionen. Das kommt drauf an, was der Partner dann auch zu bieten hat, ne? Aber 5 Millionen steht nicht mehr zur Diskussion, er muss mehr. Na, das ist doch was. Also, wir halten die Daumen, aber vor allem machen Sie es nach. Machen Sie es nach. Große Geschichte können Sie auch. Vielen Dank.